Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Let's Play Folge LS19. In der letzten Folge habe ich LS17 gesagt, ist mir aufgefallen. So, ja, wo waren wir stehen geblieben? Wir sind dabei, Vögelchen. Wir sind am Pflügen. Den Helfer stellen wir gleich mal ein, weil Leute, ich hasse Pflügen. Ich gebe es zu. Achso, wir müssen ja den Motor starten. Leute, ich hasse Pflügen. Er kann hier schön pflügen. Wir werden jetzt dieses Feld weiter ansehen. Mit unserem anderen Fendt. So. Moment, ich muss also nochmal gucken. Das war oben. Ach, Motor. Den Motor müssen wir ja starten. Machen wir mal aus. Weil ich muss mich erstmal an die ganze Lenkung gewöhnen. Oh, der ist auch echt schwer. Diese Lenkung, ich weiß, Leute, die haben sie ein bisschen realistischer gemacht, aber ich muss mich erstmal an die gewöhnen. Der drückt auch sehr. So, Leute. Und wir senken jetzt mal unsere Maschine. Machen sie an. Was haben wir denn eigentlich drin? Raps, das passt. Müssen wir ein bisschen weiter rüber. Und dann ziehen wir unsere Wege ein bisschen weiter rüber. Boah. Sehr schön. Die Raben, die scheuchen wir weg. Das ist gut. Braucht nicht unser Korn aus dem Boden holen. Aber 18 km/h, der rast ganz schön, ne? 18 km/h, die Sämaschine, das ist ganz schön schnell. Da sind wir ja schneller als unser Pflug. Naja, wie soll's? So. Ja, GPS wäre auch noch geil, aber ach, man kann auch erstmal ohne GPS klarkommen. So, bis nach vorne. Dann heben wir an und das gute Stück. So, Leute. Wir werden diese Folge probieren, ein bisschen das Feld fertig zu kriegen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir das andere Feld ein bisschen vergrößern würden. Oder wir vergrößern das. Ja, das ist jetzt zu spät zum Vergrößern. Aber wir könnten ja, entweder vergrößern wir das andere Feld oder wir bauen da uns noch was hin. Ah, ich bin noch so am Überlegen, was wir anfangen sollen. Ich liebe ja es, mit Kühen zu arbeiten. Aber Pferde würde mich auch noch mal interessieren. Oder Hühner. Vielleicht ein paar Hühner zum Einstieg. Wir müssen weiter rüberfahren, ne? Sonst kriegen wir die Spur nicht. Da hinten haben wir schon ein bisschen was ausgelassen. Das wäre jetzt nicht ganz so schlimm. Das lassen wir einfach mal so. Aber wir können ja mal so ein bisschen rüber. So, und ist noch da. Ich weiß, eigentlich machen die Bauern auch nur bis zu den einen Rand, ne? Und dann drehen sie auf dem Feld und machen später noch rechts und links, fahren sie noch mal, dass das auch ist. Oh, da haben wir auch schon was vergessen, ey. Das können wir nicht so stehen lassen, Leute. Das muss ich noch mal machen. So, oh, also diese Lenkung. Das machen wir hier noch mal schnell, dieses kleine Stückchen. Das gefällt mir nicht. Also ich will es richtig machen. Sonst gefällt mir das nicht. Und wir haben auch nicht mehr viel Kohle, haben wir nicht mehr. Vielleicht war ich ein bisschen zu protzig, dass wir uns gleich einen Drescher gekauft haben. Also das Standard. Wir hätten uns auch leihen können. Wir hätten eigentlich auch Missionen auf dem Feld machen können. Bevor wir das abernten, um das billiger zu bekommen, hätten wir auch machen können. Ich weiß, Leute, aber so sei es drum. Jetzt haben wir das so. Alter, der hat aber auch wow, ey, diese Lenkung. Da muss ich noch mit klarkommen. Dass die nicht automatisch. Die geht schon zwar zurück, wie Servolenkung, aber ein bisschen schwerfälliger, ne? Ja gut, vielleicht wenn man mit Lenkrad spielt, da passt das bestimmt richtig gut mit. So. Ich habe mir auch überlegt, hinten an dem Feld, was wir gekauft haben, sind auch ein paar Bäume, dass wir die vielleicht auch bald mal wegmachen. Da kriegen wir auch ein bisschen Kohle noch raus. Aber wir müssen hier ein bisschen rüberfahren, ne? So. Er pflügt, das ist sehr schön. Dann können wir mal. Aber das ist auch, wenn man kein GPS hat, da ist alles so ein bisschen schwieriger, ein kleines bisschen. So, jetzt rum. Ah, oh, der rutscht auch, ne? Zack, rum, der. Ja, das gefällt mir nicht so, wie wir das machen. Das nächste Feld machen wir ein kleines bisschen anders. Boah. Der rutscht auch. Ja gut, er hat auch
Wir müssen dazu sagen, der hat auch die falsche Bereifung drauf. Pflegebereifung, hat er auch bestimmt den Grip nicht, den er hier haben muss, den er hier, deswegen schlagelt er auch so ein bisschen hin und her. Aber es passt ja. So, das Feld ist schon zur Hälfte gepflügt. Wir fahren noch mal ein bisschen. Was könnten wir denn noch machen? Ich habe einen ersten Mod mit drin. Das ist der Deutz. Der kam jetzt die Tage raus. Schade, dass er nicht gut zum Release-Tag kannte er noch nicht draußen sein. Aber ich liebe den Deutz. Aber jetzt noch mal den einen verkaufen und dafür den neuen kaufen. Na, das finde ich ein bisschen schwachsinnig. Also werden wir dann. Also der nächste Traktor wird auf jeden Fall dann ein Deutz werden. Aber werden wir mal sehen, wann wir uns ihn leisten können. Erstmal müssen wir ein bisschen Gewinn einfahren. Sonst brauchen wir uns auch nichts kaufen. Ey, die Vögel, die picken uns wahrscheinlich gerade das Korn runter. Ich will mal wissen, ob das wirklich oder ob das nur so angezeigt wird. Weil Vogelscheuchen gibt es ja nicht. So, Alter, der dreht auch die Reifen. So. Ah, wir schaffen was. Ich glaube. Müsste eigentlich fast das ganze Feld mit hinkommen, ohne dass wir mal nachtanken müssten. Könnte eng werden beim Saatgut. Beim Dünger. Beim Dünger könnte es ein bisschen knapp werden. Ah, da haben wir schon wieder so ein Stückchen übersehen, ne? Aber mein Gott, das lassen wir jetzt. Das lassen wir jetzt halt einfach. So, normalerweise würde jetzt, glaube ich, der Bauer das anheben. Jetzt habe ich es aus Versehen auch gemacht. Anheben. Dann drehen. Und dann als nächstes, wenn er dann fertig ist, nur auch rechts und links oben fahren. So, der ist so. Wir haben, glaube ich, den falschen Traktor. Wir hätten doch, glaube ich, den anderen nehmen sollen. Aber von der PS-Zahl her sollte das eigentlich passen. Aber wir haben auch nur 5 PS mehr als das, was wir brauchen. Deswegen vielleicht auch die Bereifung, dass er ein bisschen darüber schlägt. Aber wir müssen auch noch unseren Mähdrescher müssten wir auch noch mal anders parken, weil der steht noch immer noch mitten im Weg. So. Das passt. Ich sack gerade total Leute mit meinem Stuhl ab. Wartet mal kurz einen Augenblick. Oh, diese Gasfeder. Jetzt ist er wieder oben. So, Entschuldigung, Leute, ich bin gerade voll runtergerutscht. Jetzt heben wir den wieder an. So, und zurück. Und einmal wenden. Uah, aber so ist das echt. Also mit dem. Ich glaube, das liegt an der Bereifung. So, dann senken wir mal. Ja, Leute, es tut mir leid, aber ihr werdet wahrscheinlich die ganze Folge sehen, wie wir nur ansehen, weil ich habe derzeit, wir haben zwei Felder, ihr wisst es. Es macht ja auch keinen Sinn, die hier arbeiten zu lassen und wir machen eine Mission, oder? Oder? Gibt es eigentlich schon Mission? Moment. Gibt es Missionen? Das weiß ich gar nicht. Laufen wir mal auf zu einem Feld. Ich weiß auch gar nicht, wie man. Normalerweise konntest du ja hierüber Missionen annehmen. Wenn wir mal zu einem Feld laufen. Den gehört das Feld. Erntereif. Gedüngt 50%. Oh, machen wir gerade seine Ernte kaputt? Nee. Kann man irgendwo eine Mission annehmen? Moment, Leute. Hier gibt es auch irgendwo so ein schlaues Blatt, oder? Verträge. Ah. Welches Feld ist denn das neben uns? Feld 18. Transportiere Gegenstände zum Supermarkt, Sägewerk. Wo könnten wir denn Geld verdienen? Hier Spritzen. 21 Ernten. Das ist ein bisschen. Feld 6, was ist denn Feld 6? Nee, das war Feld 6 ist. Ah, mit der Spritze, ne? Müssten wir rübergehen.
Ich möchte gern Feld 18. Das Feld 18 würde ich gern haben. Feld 18, da können wir nichts machen. Schade. Was haben wir denn hier? Ernte Hafer auf Feld 23 und bringe die Erzeugnisse hin zum. Nutze deine eigenen Fahrzeuge, kannst du auch sie auch mieten, wodurch deine Belohnung um. Okay. Ja, das sind 8000, 2000. Ach, da werden wir vielleicht in der nächsten Folge machen. Das lohnt sich nicht, das gerade erstmal zu machen. So ist er noch an, ja. Dann werden wir doch die Folge noch mal kurz bisschen selber ansehen, unser Feld. Dann werden wir vielleicht in der nächsten Folge noch mal vielleicht mal eine Mission machen. Das gucken wir uns mal an. So, und drüber anheben. Ich habe gehört, wir hätten gar nicht fliegen müssen. Ja gut, fliegen hätten wir trotzdem gemusst. Das Feld stand ja, muss gepflügt werden. Aber mit unserer Seemaschine hätten wir eigentlich direkt über die andere Saat fahren können. Aber das fand ich ein bisschen unrealistisch. Deswegen fahren wir so. Wir hätten eigentlich auch noch mit dem Gruber rüber gekonnt. Wir haben gar keinen Gruber, ne? Leute, wir haben gar keinen Gruber. Gut, wir haben auch die Direktsaatmaschine. Da ist kein Gruber notwendig, stand ja drin. Deswegen haben wir die ja. Deswegen können wir auch gleich über unser gepflügtes fahren. Das, in echt geht das auch so weit, bin ich der Meinung. Das habe ich auch schon gesehen. So, das ist schön. Jetzt fahren wir hier gleich nochmal rüber. Haben wir doch fast unseren Flug eingeholt. So, und heben. Gut, aber das finde ich gut gemacht, dass wenn man so rüber Gras fährt, dass das nie reagiert. Das glaube ich geht in die erste Wachstumsstufe zurück. Aber das ist ja derzeit nicht so schlimm, weil wir gerade noch kein Gras mähen oder irgendwie das brauchen. Aber der rutscht, der Trecker, ey. So, wieder senken. Und wieder rüber. So, Leute, das tut mir leid, dass wir die Folge, aber ihr wisst es, es ist ein Simulator. Ich kann euch derzeit noch nicht so viel zeigen, was anderes, weil erstmal müssen wir uns ja auch was erarbeiten. Das Projekt soll ein bisschen länger gehen. Mal gucken, wann die ersten schönen Mod-Maps rauskommen von den Modern, von den bekannten Maps-Spielen. Ihr wisst, was ich meine. Da wollen wir mal sehen. Vielleicht starten wir auch noch mal wieder. Vielleicht, ich gehe davon aus, dass wir es machen, wie ein neues LS19-Projekt mit dem Jürgen zusammen und vielleicht auch noch mit zwei anderen, ein, zwei anderen, mit denen ich auch früher zusammengespielt habe. Da würde ich mal fragen wollen, aber dann vielleicht erst auf einer Map, die dann rauskommt, die uns allen gefällt. Da bin ich dann mal, da kann ich ja mal die Tage, stimmt, da kann ich ja mal die Tage nachfragen, was, wieso das Interesse bei den anderen dreien ist. Bei Jürgen auf jeden Fall, das weiß ich, aber mal gucken, die anderen Kollegen fragen, was die so dazu sagen. So, liebe Leute. Ich würde auch noch mal sagen, bevor wir jetzt hier nur das machen, werden wir mal kurz unseren Mähdrescher erst noch mal wegfahren. Nicht, dass ich euch nur die Folge das gezeigt habe, wie wir ansehen. Jetzt werde ich euch noch zeigen, wie miserabel ich rückwärts einfahren kann. So, drehen wir mal unseren kleinen Fuhrpark hier, den wir haben. So. Hoppala. So, den können wir da abstellen. Jetzt hänge ich wo fest. Da hänge ich fest. So, und jetzt müsste ich runterkommen. Sehr schön. Wir parken hier jetzt nochmal nebenein kurz. Also diese Lenker, an die muss ich mich erstmal gewöhnen, dass das ein bisschen braucht, bis der wieder eingelenkt hat. Aber das sieht auch blöd aus. Die Reifen, die bleiben auch so stehen, ne?
So, das ist okay. Dann machen wir hier aus, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einer weiteren Let's Play-Folge. LS19. Ich würde mich über Feedback und Kommentare freuen. Und ich sage euch, wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen und tschüss.